Mein nächster Run steht an. Ich habe ein bisschen versagt. Wie auch immer ich Mom eigentlich besiegen konnte, so die letzten Male. Ich weiß das selber nicht so genau. Aber okay. Oh, jetzt spiele ich mit Isaac. Ah, ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Oh Gott. Oh Gott, direkt einer mit einer Bombe. Den bitte auf Distanz töten. Was bist du denn für einer? Warum bist du grün? Hast du was Falsches gegessen? Boah, er hält vor allem viel aus. Okay, er explodiert nicht nur zu einer Trollbombe, sondern schießt auch noch. Bloody Tears! Achso, das tun sie alle. Oh, eine Karte. The Moon! Ich habe hier extra so ein Feld mit Karten, damit ich weiß, was The Moon bringt. The Moon, hier haben wir's. Teleportiert den Spieler in den Geheimraum. Die Karten eröffnet eine zufällige Wand im Geheimraum. Die Karte kann den Spieler aus nicht verlassbaren Räumen, wie dem Challenge-Raum, sogar teleportieren. Okay, cool. Nummer 18, The Moon haben wir also. Und wann setze ich sowas ein? Wenn ich den Secret Room nicht finde, oder was? Das kann ich doch eh nur einmal einsetzen, ne? Oi, 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 oi. Aber die Frage ist, in welcher Ebene setze ich das dann ein? Oder setze ich es überhaupt ein? Keine Ahnung, das müsst ihr mir mal sagen. Oh, jetzt habe ich eine Bombe. Soll ich die dafür hergeben? Ah, ich weiß es nicht. Jetzt mal hier rein. Oh, wieder so ein Fliegending. Forever Alone. Also, ich habe wieder so eine Fliege, die mich hier unterstützt. Wo ich wieder die ganze Zeit nur denke, das ist mein Gegner. Das macht mich immer so ein bisschen fertig, aber naja. Ach, guck mal, jetzt war endlich mal was drin. Juhu! A Dime! Oh, jetzt gibt's mal richtig gut Kohle zu Beginn. Das ist nicht schlecht. Moon kannst du gut benutzen, wenn du in der Klemme schnell... Ah, das ist natürlich auch eine gute Idee. Was ist das denn? Pinky Eye! Ja, okay, erstmal nachlesen. Pinky Eye. Pinky Eyes, das ist ein neues Item. Ah, ne, warte mal. Das finde ich ums Verrecken. Ach da, das ist ein Trinket und kein Item. Es besteht die 10%ige Chance, eine giftige Träne zu feuern. Trinket ist besonders mit hoher Feuerrate zu empfehlen. Je mehr Tränen, desto mehr vergiftet er. Ja, logischerweise. Das kann ich mir aber auch denken. So, wir haben einen Boss, dann können wir in den Raum noch gehen. Oh, Sloth! Mal wieder. Der gute Sloth. Oh Gott. Ah, da sieht man so. Was? Das hat mich echt erwischt. Oh, was für ein Range es hat. Krasser Shit. Und meine Lieblingsfreunde, meine Lieblingslarven. Die können auch mal sterben. Sobald ich mal so eine Giftträne... Au! Oh, das war knapp. Sobald ich mal so eine Giftträne raus, dann mache ich gut Schaden, glaube ich. Also für den jetzigen Zeitpunkt zumindest. Na komm, stirb. So, was haben wir hier? Two of Space. Spades. Das wusste ich auch noch, was das bringt. Aber ich lese nochmal nach. Moment. Ich glaube, die hatten wir schon mal, ne? Verdoppelt die Anzahl der Schlüssel. Wenn keine Schlüssel haben, dann wird es auf 2 gesetzt. Dann macht es doch Sinn, dass ich das jetzt drücke und dann wieder das andere aufnehme, oder? Das würde Sinn machen. Dann hätte ich 2 Schlüssel. Obwohl ich eigentlich gar nichts habe. Und dann müsste das doch eigentlich laufen, oder? Und dann könnte ich eigentlich auch direkt schon in den Shop gehen. Ich gehe mal kurz in den Shop.
Oder kann ich da... Nee, das funktioniert ja nicht, weil ich keine Schlüssel habe. Und die Schlüssel wollte ich ja eigentlich... Ach, jetzt mache ich erstmal die Scheiße hier auf. Vielleicht eine Pille. Keine Ahnung, was sie bringt. Ich nutze sie. Range down. Tja, Pech gehabt. Das wäre mir mit Kane nicht passiert. Denn bei Kane gibt es ja nur gute Pillen. So, ja, es ist sinnvoll. Dann werde ich das auch so machen. Key of Spades und the Moon wieder aufnehmen. Gut, dann können wir ja zum Boss. Nein, ich hätte in einen Itemraum gehen können. Ich habe jetzt Schlüssel, verdammt. Egal. Ich kann danach ja immer noch gehen. Fuck, really? Pin. Oh mein Gott, ich lasse mich gerade viel zu oft von diesem scheiß Pin treffen. Das ist nahezu lächerlich, wie oft ich mich gerade von dem treffen lasse. Lunch, HP ab. Das ist doch mal fantastisch. So, nehmen wir mit. Jetzt gehe ich nochmal rüber zum Item Shop. Schauen wir mal, was da Nettes gibt. Oh, die Treasure Map. Ich kann mal eigentlich mal mitnehmen, oder? So. Und. Ja, passt. Mehr Geld gebe ich jetzt mal noch nicht aus. Denn dank der Treasure Map weiß ich, dass da jetzt ein Geheimraum ist. Dummerweise habe ich keine Bomben mehr. Tja. Das ist blöd gelaufen. Sehr, sehr schade. Na egal. Basement 2. Man sieht natürlich jetzt auch sofort, wie der ganze Raum ist, der Treasure Map. Siehst du, dass du einen Geheimraum hast. Na, die Treasure Map ist schon cool. Da kann man so 15 Coins schon mal investieren. Boah, dieses Gehüpfe! So, ich hoffe, ich kriege jetzt aber diesmal wenigstens... Oh, wow, 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 wow! Oh Gott! Das Stress, ey. Ich laufe noch in die Scheiße rein. Ja, hey! Bombe. Damit kann man doch was anfangen. Dann wäre wieder der Shop. Oh, 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 oh. Das gefällt mir gar nicht, wenn die da so im Feuer... Aber ich denke immer, dass diese Scheißfliege ein Feind ist, ne? Das nächste Mal nehme ich die nicht auf. Die ist eh so schwach. Wieder eine Pille. Range down. Ich denke nicht. Aber jetzt kenne ich die Pille ja. Also nochmal Range down muss echt nicht sein. Oh, hier ist Party. Party. Ja, die wollen auf jeden Fall zur Party. So, was haben wir hier? Death. Death ist, glaube ich, gut, ne? Ich meine, dass ich Death schon mal gelesen habe. Fügt allen Gegnern im Raum enormen Schaden zu. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt sinnvoller zu behalten? Death oder der Teleport in den Geheimraum? Eigentlich müsste es sinnvoll sein, Death zu behalten, weil den Geheimraum weiß ich ja jetzt sowieso immer, wo der ist. Und mit Death müsste ich dann sowieso so viel Schaden machen, dass die Gegner hoffentlich sterben. So, was ist das? Ein Gürtel? The Belt. Speed up. Okay. So, hier ist Geheimraum. Dankeschön. Für 3 Coins, dein Ernst? Das macht beim Boss 15% Schaden. Das ist doch gar nicht so schlecht. Das will ich auf jeden Fall behalten. Warum renne ich denn rein?
Also manchmal bin ich schon ein bisschen grenzdebil, was das angeht. Gehe ich jetzt in den Seelenraum rein? Wohl kaum, oder? Gehe ich jetzt mit dem Schlüssel nochmal? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Was ist das denn? Eine Minecraft-Spitzhacke? Was bringt mir die denn? Das ist ja cool. Also zuerst mal hole ich mir ein Herz. Und jetzt müsst ihr mir noch sagen, was mir die Minecraft-Spitzhacke bringt, ob ich die nehmen soll. Ob sich das lohnt. Denn, es sieht witzig aus. Ich kann jetzt leider nicht, ich soll die nehmen. Really? Oder heißt es ja wieder nur am Ende, nimm, nimm, nimm und dann ist das scheiße. Die zerstört einen Stein. Toll. Und was soll das bringen? Zerstört die alle Steine, die ich will oder nur einen Stein? Das ist eine große Frage. Okay, ich denke, ich werde es nicht kaufen. Ich möchte hier bei The Binding of Isaac nicht den Gronkh machen. Ja, jetzt habe ich mir das Herz gekauft, damit ich nochmal in den Geheimraum gehen kann. In der Hoffnung, dass ich da was Gescheites finde. Ich hoffe, es killt mich am Ende nicht, aber egal. Katzentail, Guppy's Tail! Das habe ich irgendwo auch schon mal gelesen. Guppy's Tail. Hatten wir den nicht sogar schon mal? Doch, ich glaube schon. Erhöht die Chancen, dass goldene und normale Truhen erscheinen. Verringert aber die Chance, dass Pickups erscheinen. Ja, ich glaube, das hatten wir schon mal. Irgendwie sagt mir das was. Egal. So, mit zwei Herzen jetzt zum Boss. Eieieiei. Das so gut ist. Duke of Lies, das ist okay. Denn der Typ ist nun wirklich nicht schlimm. Wenn ich mich nicht ganz so dumm anstelle und mich von den Fliegen nicht treffen lasse, dann geht das klar. Oh, hier mal so eine große Fliege. Kann sich meine Kleine doch mal kümmern. Oh shit, oh shit, oh shit, shit, shit. Oh, das war knapp. So, what the fuck? Wie weit hat er denn die jetzt gerade ausgekotzt? Übelst weit hat das mich getroffen. Aber dieses Range-Down-Ding bringt einen bei so einem Boss schon so ein bisschen zur Verzweiflung. Really, das Schaden nehmen, ey. Aber Gott sei Dank kann ich mich wieder hochheilen. Okay. Ah, ist noch nicht kaputt. So, jetzt. Der Löffel! Wooden Spoon, speed up! Okay, der okay. Ja, da kann ich jetzt nicht mehr viel machen. Läuft. Oh mein, der arme Isaac, der tut mir immer so leid. Speed up! Boah, bin ich jetzt schnell unterwegs. So, direkt mal Richtung Geheimraum, auch wenn ich keine Bomben habe. Was ist das denn? Die Viecher kenne ich gar nicht. Ah. Scheiße, ich wollte gerade sagen, die schießen immer nur diagonal. Dann bin ich ja safe, wenn ich vor denen stehe. Oh, da haben wir einen Key. Das ist auch schon mal nicht so schlecht. Ich brauche aber ganz dringend eine Bombe. Das bringt mir jetzt hier gar nichts. Halbes Herz, ich mach das aber nicht. Nicht für die Coins. Oh mein Gott, so viele Fliegen, so viele Fliegen! Oh mein Gott. Na, was ist, da könnte auch so eine kleine Kackfliege, kann da mal ganz schnell ein Problem werden. Oh, ich habe einen Schlüssel, dann setze ich einen für Herzen. Ja, das ist in Ordnung. Mal volles Leben. Oh Gott, die Typen, ey. Diese verseuchten... Alter, das mit der Range ist echt schlimm. Wie nah du da teilweise ran musst an die. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, noch so eine große.
Oh Gott, zu nah dran gewesen. Boah, geh kaputt. Coin! Nicht der Rede wert. Okay, das sind die Typen, wo ich mich besser diagonal stellen sollte. Boah, das war knapp. So, das Gift hat sie getötet. Das ist natürlich feierbar. Special Raum. Ein Heiligraum. You feel blessed. Okay, aber was genau tut es? Erhöht die Chance, 50% Seelenherzen zu erhalten anstatt normaler Herzen. Joa, ist okay, ne? Kann man so machen. Das war durchaus ganz cool, mal in den Holy-Raum zu kommen. Ah, bei denen soll ich ja direkt davor stehen. Die machen ja Querschaden. Und eine Bombe ist sehr gut. Kann ich nämlich direkt hier einsetzen. Boah, wieder nur für so 3 billige Coins, ey. Meine 23 Coins ist wieder ganz nett. Aber trotzdem. Uiuiuiui. Schmeißfliegen! Das ist so ein Scheiße. Scheiße. Das sind so Doppelte. Und die explodieren Kugeln, wenn sie sterben. Und zwar in der Richtung. Ganz normal. Nordwest, Southost. Nee. So, hier ist ansonsten nichts mehr. Ah. Da müsste ich. Ah, okay, die schießen mit Kugeln. Ja, genau, mit was für einem Tempo. Na komm. Komm mal einer hoch, bitte. Drehen die sich eigentlich auch, oder? Die drehen sich ja gar nicht. Dann kann ich ja hier in aller Ruhe die. Ja gut, das war lässig. Oh mein Gott. Oh, die machen auch Schaden, wenn sie explodieren. Nein, nur noch ein halbes Herz. Nein, 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 nein. Oh, ich werde schon wieder sterben. Ey, ich sehe mich schon wieder sterben. Oh, da. Boah, ich wäre fast reingerannt. Ich wäre fast reingerannt. Oh Gott. Der Schlüssel war notwendig. Was ist das? Ah, das hatte ich auch mal. Halle Quinn Baby. Ein Begleiter, der simultan mit Isaac Tränen in diagonaler Richtung schießt. Das ist eigentlich sehr geil. Das kann man sich eigentlich anbieten. So, das Bossraum. Ich kann leider nicht im halben Herz zum Boss, ne? Das kann ich auch eigentlich vergessen. Ah, das kann ich wohl vergessen. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas übersehen habe, oder? Oh, das kann ich vergessen. Da ist ja noch ein Pilz, den habe ich ganz vergessen. Das war das wegen mit vergiftet, ne, Pinky? Oder? Ja. Und was macht Liberty Cap? Ich habe es vorhin im Chat schon gelesen, aber Liberty Cap erhält für jeden Raum einen Pilzeffekt und dessen visuellen Veränderungen möglich sind Folgen. Okay. Ja. Wenn ich die Maschine benutze, bin ich tot. Ha 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 ha. Trollalarm. Naja. Ich werde das eh nicht schaffen mit einem halben Herz. Das kannst du vergessen. Shit, 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 shit.
wenn ich mich jetzt doch einfach nur in den Itemraum, in den Dingraum sprengen könnte. Egal, ich probier's. Drauf geschissen. Oh, gegen Pestilence. Ich hab verloren. Der hat mich beim ersten Mal auch schon getötet. Oh mein Gott. Wie sehr der mich tötet. Oh mein Gott, wie viele von den Kleinen. Boah, ich mach dem Boss gefühlt keinen Schaden. Weil ich mich auf die kleinen Viecher konzentriere. Boah, was ist denn mit dir los, Alter? Scheiße, ich wusste nicht mehr, wohin mit mir. Shit! Ah, das war leider zu erwarten.